Slim has his Krakatus. Now it's time to get down to business and liberate that artifact. If you help Clem, we can all share in the spoils. Und damit herzlich willkommen zurück zu Warframe. Wieder mal nur mit Megakrittel und zum dritten Teil der... Die Quest ist mittlerweile schon übersetzt. Egal. Ein Mann weniger Worte Quest, genau so heißt sie. Schätze ich. Also zumindest heißt sie auf Englisch A Man of Few Words. Also... This is it. The Merchandise Acquisition Mission. You and Clem, cause a ruckus. While my other operative steals the artifact. Let them know you're here. Ja, erstmal einen Screenshot machen. They cut off life support. You going to let them intimidate you like that? Können wir mal aufhören zu reden? Danke. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Nicht unbedingt. Also, die ersten zwei Parts haben noch den englischen Namen und der dritte wird der wahrscheinlich, also der hier, den deutschen haben, weil ganz einfach, als ich die anderen hochgeladen habe, gab es da noch gar keine deutsche Übersetzung davon. Ich hätte das zwar auch selbst übersetzen können, aber die übersetzen das ja nicht unbedingt immer so, wie es ich vielleicht übersetzen würde. Deshalb habe ich einfach mal den englischen Titel genommen. Zumindest für die Thumbnails werde ich es nicht mehr ändern. Aber vielleicht für die Dingens. Vielleicht ändere ich noch den Videotitel an sich. Mal schauen. Ja, jedenfalls gerade Lebensmission. Bin Excalibur, Helios Begleiter, Sankt Tigris als Waffe und Baker Murloc und Reaper Prime. Hauptsächlich zum Leveln. Aber die Gegner scheinen hier auch. Nicht so stark zu sein. Im Notfall könnte ich auch immer noch meine Fähigkeiten benutzen, zum Beispiel die hier. Die macht zwar jetzt auch weniger Schaden, weil ich eine Nahkampfwaffe dabei habe, ich gerade level. Und Excalibur kriegt ja auch einen 10% Angriffsgeschwindigkeitsbonus und Schadensbonus auf die Fähigkeit. Auf die Fähigkeit oder generell? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kriegt man einen Bonus, wenn man ein Schwert ausgerüstet hat oder ein Doppelschwert oder sowas. Und ich schätze mal, dass Reaper nicht dazu zieht. Oder Reaper Prime. Oder Hate oder irgendeine andere Sense. Jetzt will er mir schon Sauerstoff kaufen. Kaufen. Als ob ich dem sowas abkaufen würde. Bevor ich dem Sauerstoff abkaufe, stecke ich lieber mit diesen geldgeilen Davos. Also die ersten beiden Parts waren ja eher ziemlich kurz. Der hier wird... Fällt gerade ein, in den anderen beiden Folgen war jedes Mal einer vom Dingens Krustrak-Trio dabei. Das heißt, vielleicht kommen hier auch mal welche.
So, entweder einer oder... Ja, eigentlich wird es Sinn machen, wenn jetzt der kommt, der noch fehlt. Und entweder ist es dann die letzte Mission oder es gibt dann noch eine, wo alle auf einmal kommen. Aber ich glaube fast, das ist die letzte. You should think about finding a captain. Was? Bei 44%? Sollte lieber mal Gegner finden. Sollte ich immer in den Boden reinstampfen, wenn ich das machen will. Dropping another capsule. Nicht so, ich muss die nicht aktivieren. Ich bin jetzt, wieder mehr als gucken. Also passt das schon. Ganz ruhig, Kleines. Aber irgendwie läuft der wesentlich. There it is. Der läuft auch. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde den sieht lustig aus, dieser Clem. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass er kleiner ist. Der ist auch kleiner, oder? Ja, der ist kleiner. Ja, der ist kleiner. Wir sind genauso groß oder größer und der ist kleiner. Kleiner, aber dafür schneller. Ich trage einen Schal. Ist mir jetzt irgendwie gar nicht aufgefallen. Oh, okay, jetzt sind wir wieder aktivieren. Also, ja. Der vom Brust. Also alleine sind die vom Brusttrakt-Trio irgendwie ziemlich einfach. Muss man mal so. Muss man jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie in der Mission. Ob die in der Mission irgendwie schwächer sind als normal, aber. Also das war ja gerade quasi nichts. Ist ja sofort auseinandergefallen, ohne mir Schaden zu machen. Ich glaube, das Gefährliche ist wahrscheinlich an dem normalerweise, dass sie zu dritt sind. Und ich habe gar nicht... Normalerweise haben die auch so einen Wächter dabei, aber ich glaube, den hatte der jetzt auch nicht dabei, oder? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, aktivieren wäre jetzt nicht unbedingt schlecht. Nicht, dass ich das mache, was ich immer mache, und zwar vergessen zu aktivieren und es eigentlich locker schaffen würde, aber dann irgendwie nicht merke, dass ich wenig Prozent habe und dann einfach nicht aktiviere. Dann heißt es spontan, oh, du hast fehlgeschlagen, eine Minute bevor es aus ist, weil du vergessen hast, so ein Teil zu aktivieren. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Das würde ich jetzt schon Richtung Ziel laufen. Ich glaube, ich bin von, nicht von da gekommen. Bin ich von da gekommen oder da geht's weiter? Ich glaube, von da bin ich gekommen. Wenn es auf der Karte aussieht. Breathe easy, Fendo. Capsule incoming. Die Kapseln zeigen nämlich immer so mehr oder weniger, spawnen die immer mehr Richtung Ausgang. Können man davon ausgehen, dass der Ausgang in die Richtung ist. Das stimmt, da kann ich gar nicht gespawnt sein, sonst würde ich das auf der Karte schon sehen. Außer es ist wieder der Bug, dass es spontan wieder verschwindet. Aber ich glaube, in dem Raum reicht nicht. Ich kann mich jetzt auch täuschen, weil mein Gehirn ist wie so ein... Wie beschreibt man das am besten? Bei einem Sieb ist da... Das sind ja noch so zwischendurch Bereiche, wo was nicht durchfallen kann. Also sagen wir lieber, mein Gehirn ist einfach nur wie so ein... So ein Topf ohne Boden. Einfach alles so. Das ist die perfekte Beschreibung. Wie Level sind die Gegner eigentlich?
Ich sterbe 22. Ja. Okay, nicht. Jetzt nicht hoch, aber es ist auch. Es ist schon ziemlich niedrig, aber jetzt ist es nicht ganz niedrig. Es geht noch niedriger. You interested in some half-price life support? Just kidding. Here comes another. Also zweimal den gleichen Witz. Also. Besser ist als zweimal den gleichen Witz, hätte ich jetzt schon erwartet von dir. Ich bin enttäuscht. Schwer enttäuscht bin ich. Hm. Ist der Ausgang jetzt hier lang? Hey, don't forget about this castle, no. Lebt noch. Das war einer. Oh, meine Energie ist fast leer. Hier ist der Ausgang. Habe ich jetzt beschlossen. Oder auch nicht. Warte, vielleicht noch mal eine Sekunde. Warum mache ich manchmal... We got the artifact. The potent organ, technical augmentation and tactical offensive device. It's super hard to say. Potato. Kartoffel. We got what we need. So let's head home. Also ich stimme Clem da vollkommen zu. Weil was auch immer er mit seinem Clem ausdrücken wollte. Ui. Ich schau mal wieder. In der Klemmblaupause. Jetzt können wir uns einen kleinen Klemm bauen. Oder ich zumindest. So, mal schauen, ob das noch ein Gespräch kommt. Ich glaube eigentlich nicht. Nö, sieht nicht so. Achso, ja, das kann ich eigentlich auch noch machen, oder? Warum eigentlich unbedingt Merkur? Das würde doch irgendwo... Es geht doch bestimmt auch bei jedem anderen Relais. Saturn oder... Wo auch immer dies noch gibt. Auf zu... Conclave. Und dann... Auf oben. Dann auf zu da wo steht der neben steht der jetzt auf immer Obern ist ausverkauft. Clem is very glad you saved him from certain death. Clem Drakata. Oh yeah, and that you got his Drakata's back too. Clem. And I'm happy to have this fancy Orkin relic. Here's a little something as a symbol of our appreciation. Yay, Belohnung. Exilus Adapter. Steht der jetzt für immer da? Okay, egal. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.